Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe Center Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Hier geht es ums langfristige Investieren, um von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Und das kann man am besten, indem man die richtigen Aktien findet, Aktien von Unternehmen, die eben langfristig ihre Gewinne steigern. Dazu benötigen wir die Fundamentalanalyse. Und im Rahmen der Fundamentalanalyse halte ich es für sehr sinnvoll, wenn man weiß, was das Akronym TTM bedeutet. 12 Trading Months, drei Buchstaben, die jeder Aktionär kennen sollte. Und warum das so ist, das gucken wir uns mal am Beispiel von Microsoft an. Und das Kürzel, das ist ja wohl bekannt. So. Und da haben wir hier dann die langfristige Gewinnentwicklung inklusive Dividenden von Microsoft. Wir zoomen hier mal in die letzten Jahre rein. Und Microsoft hat Geschäftsjahresende zum 30.06. Wir haben hier das letzte Geschäftsjahr von Microsoft, das letzte abgelaufene Geschäftsjahr, das in 2018 geendet hat, 30.06.2018. Wir haben hier die Schätzung des laufenden Geschäftsjahres, 30.06.2019. Und wir haben hier jetzt, kommt's, die TTM, die 12 Trading Months. Die 12 Trading Months beinhalten die letzten vier Quartale bezüglich der fundamentalen Daten, also wenn man hier zum Beispiel sieht, Gewinn pro Aktie, operativer Cashflow und so weiter, und bezüglich der Dividenden, die Zahlungen, die kumulierten Zahlungen der letzten 12 Monate. Mit anderen Worten heißt es, dass diese 12 Trading Months die letzten Ist-Daten sind, über die wir verfügen, die neuesten Ist-Daten. Das heißt auch, dass der 30.06.2018, also das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr, dass diese Daten faktisch veraltet sind. Deshalb würde ich immer, wenn man sich jetzt auf Ist-Zahlen beruft, diese 12 Trading Months dem letzten Geschäftsjahr vorziehen. Ein Geschäftsjahr ist ja im Prinzip willkürlich gewählt. Einige Unternehmen haben den 31.12., dann entspricht das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr. Andere Unternehmen, also Microsoft hat den 30.06., Apple hat den 30.09., einige haben auch den 31.01. Das kann man machen, wie man will. Insofern ist es irgendwo ein Stück weit willkürlich gewählt. Aber es sind natürlich immer vier Quartale ein Geschäftsjahr. Und das hier ist im Prinzip auch ein Geschäftsjahr. Das heißt, sowohl die Gewinne, Cashflows, als auch die Dividenden sind immer dann auf vier Quartale bezogen. Dividenden jetzt nicht auf die letzten vier Quartale, sondern wirklich auf die letzten 12 Monate. Da ist TTM, 12 Trading Months, wörtlich zu nehmen. Ansonsten müsste es eigentlich heißen Last Four Quarters. Und wichtig ist jetzt erstmal zu verstehen, dass ich jedenfalls immer die 12 Trading Months dem letzten abgelaufenen Geschäftsjahr vorziehen würde. Es gibt ein Quartal, da fällt das letzte abgelaufene Geschäftsjahr mit den letzten vier Quartalen zusammen. Das ist momentan für Aktien der Fall, beziehungsweise für Unternehmen der Fall, die zum 31.12. Abschluss haben, jetzt Mitte März, weil da gibt es noch kein Geschäftsjahr dazwischen. Hier im Fall von Microsoft macht es schon zwei Quartale Unterschied. Man kann natürlich auch sagen, am besten ist doch sowieso hier, weil an der Börse die Zukunft gehandelt wird, die Schätzung des laufenden Geschäftsjahres zu nehmen. Und ja, dem möchte ich jetzt nicht widersprechen. Da macht man also entweder das hier kann man nehmen, oder man kann sich natürlich auch beides angucken, weil der Nachteil bei den Schätzungen ist natürlich, dass die mehr oder weniger immer falsch sind. Geschätzt wird ja jetzt nicht nur die Dividende oder der Gewinn pro Aktie, geschätzt werden ja auch Margen, Umsätze und so weiter. Und das alles stimmt, das gibt es nicht. Das heißt, der Nachteil bei den Schätzungen. Hier, wie gesagt, 12 Trading Months sind die letzten Ist-Daten, die richtig sind. Und das letzte abgelaufene Geschäftsjahr, das ist eben leider schon veraltet. Was das für einen Unterschied macht, das sieht man dann weiter unten. Und zwar zum einen gucken wir uns hier mal den fairen Wert an. Wenn wir jetzt die letzten vier Quartale endend am 30.06.2018 vergleichen mit den letzten vier Quartalen endend am 31.12.2018, dann sieht man einfach, dass die Gewinne ja schon gestiegen sind in der Zwischenzeit. Also hier haben wir dann 3,91 und hier haben wir 4,31 und operative Cashflow 5,93, 12 Trading Months, so 5,63. Und wenn man dann zum Beispiel die fairen Werte sich anschaut, darauf basierend, dann sieht man eben, dass wir hier zum 30.06. noch, also letztes Geschäftsjahr, faire Werte haben zwischen 60 und 68 US-Dollar. Und wenn wir einfach mal auf den letzten Ist-Stand 12 Trading Months gehen, dann haben wir hier zwischen 69 und 78 US-Dollar. Also da ist schon ein deutlicher Unterschied hier zu sehen.
Das Gleiche gilt dann auch hier für die Dividendenrendite. Wenn man jetzt quasi die Dividendenrendite nehmen würde, hier basierend auf den letzten Geschäftsjahr, dann käme man auf ganz andere Zahlen wie hier. Klar, logisch, der Kurs hat ja in der Zwischenzeit zugelegt. Das macht eigentlich keiner, dass er dann die Dividendenrendite hier aufs letzte abgelaufene Geschäftsjahr nimmt. Aber den Gewinn, den operativen Cashflow und so weiter, was ich hier gezeigt habe mit der Entwicklung des fairen Werts, das sehr wohl. Und das ist halt auch ein Problem bei vielen Finanzseiten, insbesondere den deutschsprachigen. Da sehe ich nämlich so gut wie nie diese 12 Trading Months. Das sieht man eigentlich immer nur, jedenfalls meines Wissens, entweder das letzte abgelaufene Geschäftsjahr, das heißt die veralteten Daten, oder die Zukunft, die man nehmen kann, wo man aber natürlich wissen muss, dass Schätzungen immer mehr oder weniger falsch sind. Man sieht aber nie die letzten 12 Monate. Im angelsächsischen Raum ist es anders. Da gibt es beispielsweise Morningstar und andere Seiten, und die zeigen dann auch den 12 Trading Months an. Wobei das Problem ist, dass oft nur TTM dasteht, zum Beispiel bei Morningstar, und man nicht wirklich sieht, welche Quartale da schon reingeflossen sind. Hier sieht man das eindeutig. Also hier sieht man quasi, dass 12 Trading Months in diesem Fall heißt, dass wir alle Quartale bis zum 31.12.2018 haben. Und wenn die Auflösung gut genug ist, sollte 1080p sein, dann sieht man hier auch ein P. Das P heißt übrigens Preliminary. Das heißt, die Daten sind vorläufig, was so viel heißt, wie die wurden noch nicht an die SEC gemeldet. Sie könnten theoretisch sich nochmal abweichen. Wahrscheinlich hat es auch noch kein Wirtschaftsprüfer unterschrieben. Und könnten also zum einen abweichen, was sie wahrscheinlich nicht tun werden, könnten aber, und das ist öfter der Fall, unvollständig sein, wenn zum Beispiel noch keine Kapitalflussrechnung erstellt wurde. Das heißt, es gab schon Pressrelease, Earnings Call und so weiter, aber Kapitalflussrechnung hat vielleicht noch gefehlt, also Cashflows, und dann würde es in diesem Fall keine operativen Cashflows geben. Und sobald dann das P weg wäre und die Zahlen also wieder aktualisiert worden sind und die Datenprovider es aktualisiert haben, dann wäre der operative Cashflow plötzlich da. Im Fall von Microsoft sind alle relevanten Daten, die wir hier haben, die wir hier gerade anzeigen, bereits enthalten. So viel also zu 12 Trailing Months. Ich würde, wie gesagt, also das Fazit wäre, wenn man die hat, dann die immer dem letzten abgelaufenen Geschäftsjahr vorziehen. Und gerne kann man natürlich auch dann die Analystenprognosen nehmen. Aber am besten dann das hier ignorieren. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.